Wir müssen jetzt ganz, ganz, ganz schnell Tulpe retten. So schnell wie möglich. Hermann, kannst du uns rüberbringen? Charon, einer der Gefangenen, sagte, der Zyklop habe ein Mädchen über den Styx verschleppt. Oh, das junge Mädchen aus dem Elysion. Sie warfen ihren leblosen Körper in eins meiner alten Boote. Bring mich zu ihr. Was tut ihr Fleischlinge doch gleich, um euch zu beruhigen? Atmen. Ja, atme und sag mir, was geschehen ist. Ich kann dich bezahlen. Bring mich zu ihr. Der Zyklop spielt mit mir. Ich nehme einfach, setz einfach meinen Obolus ein. Keine Zeit für Erklärungen. Hier, ich kann zahlen. Segeln wir. So sei es. Perfekt. Ich weiß genau, wohin der Zyklop von Kefalenia deine junge Freundin brachte. Zu einem Tor. Der Ort sollte euch allen bekannt vorkommen. Oh, hab Dank. Lass uns aufbrechen. Der Ort sollte uns allen bekannt vorkommen. Zu einem Tor. Haben die obere Welt ein bisschen nachgebildet, oder? Was? Es sieht ultimativ nice aus. Holy shit. Da bringt er einen rüber. Also der bringt einen richtig rüber. Sind das die Gefilde? Nur ohne Grafik? Scherer. Schere. Geschehenes ungeschehen machen. Da oben ist so ein Hades-Kopf. Neue Quest: Kriegerin und Adlerfrau. Das ist unser Zuhause. Mein altes Home. Weltkarte nicht verfügbar. Okay, ist nur dieser kleine Mini-Abschnitt. Jo, ich bin zu Hause. In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt. Ist mein Zuhause auf Kefalenia? Wie ist das möglich? Phoebe? Phoebe! Lang, lang ist's her. Ich hörte, du und das Mädchen wären endlich zu uns herabgestiegen. Da musste ich euch doch gleich einen herzlichen kefalenischen Empfang bereiten. Wenn du ihr wehtust, dann schneide ich dir dein anderes verdammtes Auge raus und diesmal stecke ich es dir in deinen Arsch, Zyklop. Niemand nennt mich so. Da ist die Ziege, wo ich sein anderes Auge reingesteckt habe. Gib es zurück. Der hat es immer noch nicht rausbekommen. Das, was, der Syxgott? Das ist offiziell der schlechteste Lappen überhaupt. Der hat es nicht geschafft, eine Ziege zu fangen. Bam! So, hi. Pull bestätigen. So, im Tod getötet. Oh, das gefallenen Menü. Oh, ey, ich bin so froh, dass ich das los bin. Jetzt habe ich das hier auch. Leck mich am Arsch. Gibt's hier was Cooles? Ja, gut. Obere Etage mal angucken? Ja, komm. Gibt aber keinen Eingang, wa?
Ach, da, wo sie gestorben ist, ne? Phoebe. Oh, nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Ella. 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 Nein, nicht Ella, Phoebe. Mensch, hat die jetzt auch schon Gedächtnisschwund. Ja. Cassandra? Du lebst! Und du bist hier. Ich war in Athen bei dir. Eins. Ich werde immer bei dir sein, Phoebe. Für immer, was auch geschieht. Danke. Kannst du aufstehen? Wo sind wir hier? Und wo ist der Zyklop? Keine Sorge, der Zyklop ist fort. Und dies ist ein Tor zum Elysion. Das war's also. Wenn ich hindurchgehe, finde ich meine echten Eltern. Du schaffst das, Phoebe. Gehen wir. Ich vermisse Kefalenia, wenn ich das so sehe. Das waren schöne Zeiten, oder? War sie nicht im Elysium? Ist dann zum Hades gekommen? Ihre Eltern sind dann hoch ins Elysium? Und jetzt gehen wir da wieder hin. Ich blick da auch nicht mehr durch. So wie immer. So wird's ganz zu Spiel. Ich will nicht gehen. Eins. Du hast keine Wahl, Phoebe. Du gehörst zu deinen Eltern. Nein. Ich sollte bei dir sein. Bitte. Zwing mich nicht zu gehen. Ich komm doch wieder. Hab keine Angst. Ich gehe auch von hier fort, sobald ich zu Ende gebracht habe, was ich begann. Aber ich werde bei dir sein. Das habe ich gefunden. Solange du ihn hast, werde ich bei dir sein. Was, wenn meine Eltern mich nicht mögen? Natürlich werden sie dich mögen. Sogar mehr als das. Sie werden dich lieben. Aber ich werde dich nicht vergessen können. Du bist auch meine Familie. Kann ich dich später hier wiederfinden? Selbst stark genug? Mit dem Wasser der Lethe könntest du mich vergessen? Nein, 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 lass es mal. Ich komme schon. Nein. Sobald du gegangen bist, kannst du nie mehr zurück. Aber eines Tages, in ferner Zukunft, werde ich zu dir kommen und wir erzählen einander all unsere Abenteuer. Du wirst immer meine Familie sein, egal was passiert. Ich glaube, ich bin bereit. Phoebe, die Kriegerin, die zu den goldenen Gefilden segelte. Phoebe, die sich in die Unterwelt begab, um ihre Familie zu retten. Phoebe, die Adlerfrau. Du hast mich sehr stolz gemacht. Geh aufrecht.
Wer ist er denn? Ich dir doch gesagt, dass sie das Mädchen nicht wieder vergessen lässt. Ach, der Bruder, ne? Stattdessen beschwört sie ihre Stärke und bringt sie dazu, ihre Last zu tragen. Bemerkenswert. Der Bruder von Hades, gab's denn wirklich? Wenn ja, wer ist das? Sah irgendwie aus wie Neptun, Poseidon, Zeug, Kram, Gedöns. Holy shit. So. Was steht an? Ach, guck mal, hier ist eine Quest. Ja, das geht doch nicht. Das kann ich doch nicht machen. Ich brauche die ganze Rüstung. Ja, stimmt. Stimmt, mir wird's gerade klar. Das sind die Quests, die ich machen kann. Ja. Und die kann ich gerade nicht machen. Scheiße. 151304 immer noch. Okay. Alright. Egal. Ich habe einen. Ist unfassbar egal. Ich weiß, was ich machen kann. Ich gucke nur trotzdem immer einmal von oben nach unten drunter. Ich kann hier hinlatschen. Und die kannst du einfach mal machen. Und das ist so. Ah, das sind die Köpfe hier. Das sind die, die ich ausschalten kann. Im Hauptspiel ist es. Hey, echt, es ist. Auf. Es ist erstens langweilig. Und es dauert Stunden, wirklich. Und wir reden jetzt nicht von 2, 3, 4 Stunden. Wir reden von mindestens 10 bis 20 Stunden. Die alle zu besiegen. Aufzusuchen, ja. Das dauert. Du musst immer reisen, hinlatschen. Aber hier könnte ich es schaffen. Hier sind es nicht viele. Deswegen die Quest machen. Ja, ich muss nicht laufen, ich kann hier hinreisen. Ich guck mal hier, das wäre auf dem Weg. Das könnte ich tun. Ich glaube, das mache ich auch mal. Komm ran hier. Das mache ich auch mal. Einfach, dass ich schon mal wieder eine Sache weg habe. Aber eine Sache reicht auch und dann wieder eine Quest. Wenn ich das so von Anfang an durchziehe, müsste das klappen. Ich immer mit meinem Master Gaming Plan. So. Was haben wir hier? Ich bin in der Festung. Ich steig mal ab. Ich suche mal. Ah, nein, Rätsel. Oh nö. Ja gut, aber ich glaube, es ist wirklich nur das eine Rätsel und das war's. Nee, noch ein Schatz. Ich glaube nicht, dass der dazugehört, oder? Achso, doch, der gehört dazu, aber... Da oben. Nee, kein Thema. Mach ich von links nach rechts. Spiel. Und noch ein Versuch. Ja. Die Fackel ist im Weg. Natürlich. So, runter. Runter. Zack. Sehr gut gemacht. Jetzt kletterst du da hoch. Zack, habe ich ein bisschen Weg gespart. Muss ich nicht da unten anfangen? So, Doggies. Doggies sind cool. Die sind immer wanted. Das mag ich schon. Oh. Ups. Da ist der Ort fertig. So, ach hi. Ja, zu dir wollte ich. Kann ich dir helfen? Hast du irgendwas Geiles? Nee, hast du nicht. Guten für den Lappen. Okay, kannst du vielleicht verbessern? Guck mal, ich habe 60er... Oh, ich bin 70 und habe 60er Stuff. Wer war an der Zeit, Kollege? So, definitiv die Schwerter. Hm.
Bogen eigentlich nicht so, aber komm, mache trotzdem. Doch, mit dem schieße ich im DLC echt mal, ne? Jo. Hier meine normale Rüstung. Zack. Ist 69, das lasse ich. Den 62er könnte ich dann auch mal nachschieben. Den werde ich ja dann wieder anziehen wahrscheinlich. Die habe ich an. Mach mal bitte. Die haben wir auch an. Ach, dann sind wir schon durch. Ja, wunderbar. Genieß das Leben. Bis bald. Ach, warte. Du könntest noch was für mich tun. Du könntest meine Armschienen gravieren. Das wäre ganz sick. Kriegerschaden hätten wir da zur Auswahl. Alle. Attentat. Mit allem machst du eigentlich nichts verkehrt, ne? Ja, das ist hier für die speziellen Fähigkeiten des DLCs. Machst du alle. 5% einmal alles komplett. Ich sehe mich bald wieder. So, hier könnte ich noch was. Hier ist ein unentdeckter Ort. Aber das reicht jetzt erstmal. Ich bin gut auf Kurs. Guck mal, da kannst du noch. Da rutscht du drüber. Der geht straight drüber. Ein bisschen Bergsteigerarbeit, aber da oben fliegt schon Icarus, da sind wir die Gebäude. Was da? Ja, da geht's grad nicht. Moment, hier. Shitty. Irgendwo geht's immer. Wir sind hier nicht in WoW. Ziemlich verlassen hier, ne? Wo sind die denn alle? Habt ihr kein Personal? Ach ne, die habe ich alle gekillt. Ah, so. Mein Schuld. Was Statuen stehen da noch? So, das ist eine Waffenkammer. Was kann ich hier tun? Warte noch, bis der hier. So, zack. Natürlich. Die Säulen waren im Weg. Wow. Der hat mich auch noch nicht gesehen. So, erstmal, was ist das Ziel? Einen Fehlsinnhaber habe ich noch nicht mal gefunden. So, ich schätze, genau, so ein Staub immer hier drüber. Die nervigsten Sachen sind schon geschafft. Die Fackel scheint da oben zu sein. Das ist der Blödsinnhaber.
Oder? Ja. So, und die Fackel ist entweder oben oder irgendwo seitlich. Ich glaube oben. Die doch so krass. Als ob die jetzt drinnen ist. Ich glaube, die ist echt drin, so als Lampe. Deswegen fiel sie mir wahrscheinlich auch nicht auf. Runter mit dir. Du hörst die nämlich. Du hörst richtig. Ja. Gibt's nicht. So, Licht aus, Schlafzeit. Achso, ja, ich wollte zur Quest, wo ist die? Müsste da lang sein. Jawohl. Ja, für mich gibt es auch eine Nussschale. Perfekt, habe ich echt gehofft. Ich würde da nämlich nicht so gerne rüber schwimmen wollen. Kriegst du die Kurve? Natürlich nicht. Okay. Und die Klagefelder. So, die erste Quest in den Klagefeldern. Ah, der Fährmann. Also gut, Charon. Dann erzähl mir von diesen verlorenen Seelen. Ach, die? Nicht jeder in der Unterwelt gehört hierher. Diese Seelen haben sich verirrt. Ihre wahre Ruhestätte muss gefunden werden. Du bist der Fährmann. Du sagst, wo es lang geht. Das gehört nicht zu meinen Aufgaben. Jede ankommende Seele ist verloren, hat noch etwas zu erledigen. Und manche sind sympathischer als andere. Wer sind diese Seelen, denen ich helfen soll? Die meisten Toten erhalten eine angemessene Bestattung. Aber nicht alle haben dieses Glück. Und die Unglücklichen verirren sich. Oh ja, sie wandern bis in alle Ewigkeit umher, ohne ihr Schicksal zu akzeptieren. Ich helfe dir, Fährmann. Aber wo soll ich anfangen? Es gibt da einen Soldaten, ein Athener. Er wollte eines ehrenvollen Todes in der Schlacht sterben. Stattdessen stürmt er auf einen Feind zu, rutscht im Matsch aus und fiel hin. Was für ein großer Krieger. Er braucht einen glorreichen Tod, um ins Elysion überzugehen. Aber ohne Waffe und Rüstung kann er nicht in den Krieg ziehen. Das eine ist in der ruhelosen Nekropolis, das andere in den Händen eines Kämpfers namens Schwertfisch. Der Schwertfisch, natürlich ist er hier. Ich hole die Ausrüstung dieses Soldaten und helfe ihm so zu sterben, wie er es wünscht. Der Schwertfisch, oh nein. Ist noch gar nicht so lange her. Lieber tot als entehrt. Oh, weit, weit weg. Was sagt die Map? Die Map sagt erstmal, hier ist noch eine Quest. Ich gehöre nicht hierher. Jo, das meinen sie alle. Und von den Klagefeldern geht's in die Kluft der Qualen. Ja, gut. Was sein muss, muss sein. Ich könnte natürlich auch den Typi hier jagen. Vielleicht. Aber ich jag mal erst mit dem Typi hier. Und hol mir den Reisepunkt. Ich fall da nicht mehr drauf rein. Ich muss dann wieder hier zurück und laufen. Und der Typi? Gibt bestimmt einen Hinweis auf den nächsten. So viele sind das hier nicht und dann kann ich echt mal alle kriegen. Bin gespannt, ob es dann irgendwas gibt.
Oh, scheint ein bisschen giftig zu sein. Ein bisschen ist gut. 3 Hits macht das, okay. Geile Kampfdrucke, danke Game. Das war der Auftragsmörder, der versucht hat, Politiker in Athen zu vergiften. Wenn ich fertig bin, schicke ich ihm deine Leiche. Du machst gar nichts, Junge. Eine Schlange. Oh, die hat er gekillt. So, und dann jetzt hier. Ich könnte die auch noch abholen. Schwertfisch von der Oktopusbucht. Ach, sieh mal an. Muss ich doch erst holen, oder? Ja, hole ich mir. Hätte gesagt, ne? Das eine hat das Schwertfisch. Dann brauche ich das ja, bevor ich da hingehe. Würde jetzt mal vermuten. Oder das ist einfach mein zweites Ziel. Das kann auch sein. Das Gefallen in Menüs gefunden werden. Besorge die Rüstung des Mutes. Ja, das Schwert. Das Schwert bringe ich ihm doch vom Schwertfisch. Dann die Rüstung da in der Kluft der Gefallen. Jetzt haben wir es. So, hoch da. Zacki, zacki. Hop. Und schöne Bilder. Das sind aber keine schönen Bilder. Uah. Ist ja widerlich. Igitt. Die verschwinden echt immer so ein bisschen, ne? So, da ist der Schwertfisch. Ach Gott, wenn ich gerade auf dem Weg bin. Blopp. Widerlich. Hier ist ein Tor. Ach so. Wiege der Unterwelt. Da wird's reingehen und dann... Ja, kann ich noch nicht machen. Kann ich noch nicht tun. Ich komme ja nicht durchs Tor. Dann wird es hier weiter runter gehen. Und dann da ein bisschen dann da unterm See. Ja. Also. Vielleicht noch mein Ziel markieren. Da ist das Schwertfisch. So, ich komme. Oh nein. Einfach wieder so ein Dings machen. Mensch. Das ist wirklich so das Einzige, was mich an AC so ein bisschen... Ja, was ich an AC nicht so ultimativ geil finde. So ein Schatz. Von allem eins. Und dann nicht mal von... Ja, von allem sollte es mindestens nur eine Sache geben. Und es müssen nicht alle Sachen drin sein. Das wollte ich sagen. Es reicht vollkommen. Der Schwertfisch wird das Schwert des Atheners haben.
Bam. Ich habe auf dich gewartet. Vollkommen, wenn du einen Fest und einen Schatz. Du möchtest als Heilbutter enden? Du hast. Poseidon, gib mir Kraft. Jetzt schwimmt er wieder mit den Fischen. Bam. Das Schwert. Und ich krieg den Torso. Ja, immer. So, irgendwann ist immer das erste Mal. Oh, oh, weg. Ich mach den hier, solange ich paralysiert bin. Oh, ich hoffe, den dritten haben wir, glaube ich, angegriffen. Ne, das ist normaler, ne? Ich höre den Riss, aber der ist unter uns. Nein, nein, das ist Kacke. Bam. So, Typi, wo bist du? Bist du Plem? Ah, da oben auf der. So, krieg ich dich? Ja, Mann. Komm ja hoch. Leg wohl. Ah. Ja, Leute, lebt wohl.